Das ist Laura Schälchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten von den Leuten, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von Inglewood. Aber was macht jetzt Laura nochmal? Ich mache alles rund um Essen und Trinken. Angefangen hat sie in New York mit einem Sandwich-Lunch-Club. Aber eigentlich hat sie schon mit 8 losgelegt, auf dem Tennisplatz der Eltern mit einem Krebsstand. Aber das würde jetzt zu weit führen. Heute leitet sie Workshops und Kurse, veranstaltet Exkursionen, ist Präsidentin von Slow Food Youth Schweiz und macht zahlreiche Pop-ups oder wie man sagt, temporäre Gastronomie. Aber unter dem Strich könnte man sagen, umso mehr wir wissen über Lebensmittel, umso bessere Entscheidungen können wir treffen als Konsumenten. Und außerdem ist sie ehrlich. Und es geht mir auch um den bewussten Genuss. Und es geht mir überhaupt nicht um lehrmeisterisch zu sein und sagen, es muss lokal sein, es muss bio sein, es muss das, das, das. Weil dann verlierst du die Lust daran. Also macht sie nur das, wo sie wirklich Lust drauf hat. Manchmal geht es um Leute, manchmal geht es um eine Thematik. Manchmal möchte ich auch einfach, dass die Leute kommen, geil essen können. Und geil essen kann man im Burgerladen Inglewood. Im Zentrum von Genf haben die beiden Brüder Maiko und Bastian Nicolet mittlerweile schon 2 Lokale eröffnet. Die beiden haben schon immer gewusst, dass sie mal etwas zusammen machen werden, wie zum Beispiel ein regionales Burger-Restaurant. Quand on s'est vite rendu compte que les produits, les meilleurs produits étaient vraiment sur le canton, puis qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin les chercher. Puis c'est là qu'est devenue l'idée de faire vraiment local. Aber alles bekommt man halt nicht. Mais des fois, on doit, pour avoir une carte variée, une offre avec beaucoup de burgers différents, des recettes différentes, il faut piocher un peu dans d'autres pays que la Suisse. Dafür haben sie eine Linie. Also sie haben extra 2 Sachen auf dem Menü unter, also um die 15 Franken. Das heisst, du kannst als Familie zu vierten dort reingehen und wenn du nicht viel trinkst, 100 Franken ausgeben. Ouais, ça a toujours été notre philosophie d'avoir. On propose la meilleure qualité, mais on garde ses prix vraiment corrects. Ich glaube, sie haben sehr einen Nerv getroffen mit ihrer Idee und ihrer Vision. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Außerdem wissen sie genau, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. On fait tout avec le feeling. Si on voit qu'on s'entend bien avec les gens, que on sait qu'on peut leur faire confiance, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. So zum Beispiel die nicht weit entfernte Brasserie des Murailles, wo jetzt ihr eigenes Inglewood Bier braut. Elle est très très sympa. Ça s'appelle comment? Birgelwood. Nathalie Dross und Philippe Margon betreiben die Kleinbrauerei mit 4 Angestellten auf ihre spezielle Art. On a un système en fait où la cuve est en double enveloppe et toute la chaleur qu'on va récupérer de la bière est utilisée pour chauffer de l'eau chaude et l'eau chaude chaque jour est réutilisée. Ça permet de faire des grosses économies d'énergie. Vas-y pousse. Je vais aller avec Vénus. Sans le pied. Le menuisier c'est pas trop. Ah mais vous avez rangé ici en plus. C'est vraiment positif si on arrive vraiment à créer une relation même d'amitié. C'est important. Und irgendwie, wenn du dann sie zwei auch siehst und den Ort siehst, dann passt das auch. Also weißt du, Philipp ist ja nicht so einer, der kommt und sagt, ich bin der Philipp, ich bin Bierbrauer und das sind meine Bier. Salut Philipp. Salut. Salut Philipp. Le brasseur bien. Was mir sehr gefallen hat, ist, wie balanciert all die Bier waren, die wir hatten. Aber ich lasse mich da auch immer ein bisschen beeinflussen von den Leuten, die dahinter stehen. Das ist einfach so. La plus commune. Je dirais que c'est la blonde quand même. La blonde. Ouais. Après la blanche, puis ensuite la rousse. Parce que la rousse, c'est quand même plus alcoolisé, un peu plus lourd aussi en mangeant. Donc c'est vrai que déjà avec le burger, ça passe un peu mieux la blonde ou la blanche que la rousse. Oui. Ouais. Et la meilleure, ça sera. Et la meilleure, ça sera la Birgelwood, exactement. Ein leichtes Bier nach amerikanischem Vorbild, das gut zum Essen passt, muss natürlich auch zu ihrem Burger des Monats passen. Jeden Monat machen die beiden einen neuen Burger, um ihrer Kundschaft etwas Spannendes zu bieten und sich selber immer wieder herauszufordern. Zum Beispiel mit dem Büffelfleisch-Burger. Mit Büffelfleisch aus Genf. On a fait les premiers essais et puis c'est là qu'on a remarqué que la viande elle était tellement bonne, tellement de qualité qu'on s'est dit ben top, on fait le burger du mois comme ça. Apropos kochen. Ein Bastian sein Lieblingsburger ist der Cancan, Crispy Bacon mit Cheddar-Käse, Zwiebeln, Salat, Inglewood-Soße und Barbecue-Soße. Und der Maiko bevorzugt den Valaisan mit Raclette-Käse und einer Pfefferkruste. Und jetzt Laura, die ihrem Slow-Food-Namen alle Ehre macht. It's gonna take a long time, no, with these babies. Ja, jetzt müssen wir kurz warten.
Now they're getting bigger. Ich habe sie verbrennt und ich will, dass sie verbrennt sind. Das gibt einen geilen Geschmack mit Mayonnaise. Le Chili, je mixe avec l'huile. Et ça, c'est la base de Mayonnaise. Après, je mets l'huile avec les œufs. Also, ich habe das Gefühl, quasi, sie schauen mir so mega genau zu, wenn ich da meine Sauce am machen bin. La sauce avec les fumée comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose de très original et puis c'est quelque chose qu'on pourrait proposer par exemple en burger du mois. Und was auch immer die Zukunft bringt, für beide ist klar. Le but, ça sera toujours d'avoir la meilleure qualité à un super prix dans une ambiance cool conviviale et conviviale. On n'est pas comme ça, on gardera toujours la ligne Inglewood, même si on fera des concepts totalement différents.